Wenn du einen Traum hast und dieser Traum ist nicht irgendetwas, von dem du träumst, dass es passiert. Der Traum ist über etwas, von dem du nicht wusstest, dass es in dein Leben kommen wird. Träume kommen immer aus deinem Innersten, nicht aus deinem direkten Sichtfeld. Sie kommen unterbewusst und leise. Aber wenn du einen Traum hast, kommt er nicht oft zu dir und schreit dir ins Gesicht. Das ist, was du bist. Das ist es, was du für den Rest deines Lebens sein musst. Manchmal flüstert ein Traum nur. Und ich habe immer zu meinen Kindern gesagt, die schwierigste Eigenschaft, auf die ihr hören müsst, sind eure Instinkte. Eure eigene, persönliche, menschliche Intuition. Sie wird immer nur flüstern, nie schreien. Sie ist sehr schwer zu hören. So müsst ihr jeden Tag eures Lebens bereit sein, darauf zu hören, was in euer Ohr geflüstert wird. Denn es wird sehr selten schreien. Und wenn ihr dem Flüstern zuhören könnt und wenn es euer Herz berührt und es etwas ist, von dem ihr es für den Rest eures Lebens tun möchtet, dann ist es das, was ihr für den Rest eures Lebens tun solltet. Und wir werden von allem, was ihr tut, profitieren.